Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe unseres Webinars. Das Thema ist heute Ferrolegierung. Wir haben ja so eine Reihe von Applikationen, die wir hier vorstellen, und heute geht es um Ferrolegierung. Mein Name ist Barbara Schäfer. Ich bin die Laborleiterin der Firma Fluxana. Und wenn Sie Fragen haben, die sich so im Rahmen des Webinars ergeben, dann schreiben Sie sie doch in diesen Q&A-Bereich. Ich werde mal sehen, ob am Ende noch Zeit ist, ein paar Fragen hier live zu beantworten. Ansonsten bekommen Sie von mir eine E-Mail und wir beantworten das alles später. Also merken Sie sich ruhig, wenn Sie über irgendetwas noch ein bisschen mehr Informationen brauchen. Gut. Dann starten wir jetzt mal durch. Ferrolegierung. Als allererstes haben wir mal geguckt in Vorbereitung dieses Vortrages, was es alles so für Ferrolegierung gibt. Sie sehen, es ist hier eine ganze Reihe verschiedener Materialien zusammengekommen. Alles, was wir hier gelb hinterlegt haben, sind Ferrolegierungen, für die wir hier fertige Methoden haben, sowohl was die Präparation betrifft, als auch was Kalibrierstandards betrifft, um nachher Messmethoden aufzusetzen. Prinzipiell wäre das für Ferromagnesium, Ferronickel und Ferrocer wahrscheinlich auch kein Problem. Das hat sich bisher nicht ergeben, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es gar kein Problem ist, da Methoden zu erstellen. Ferroaluminium, im Allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mit Aluminium immer sehr schwierig ist, das vernünftig zu oxidieren. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ferrobor hat natürlich das Problem, dass wir Bor immer schlecht nachweisen können, weil ja unsere Proben in Tetraborat geschmolzen werden. Von daher, das wird ist sinnfrei, und Ferrouran haben wir auch noch nicht gemacht und habe ich auch noch gar keine Anfrage bekommen. Aber für all die anderen Sachen, und Sie sehen, das ist schon ein breites Spektrum, gibt es praktisch fertige Methoden. Das ist also eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ja, warum möchte man Ferrolegierung eigentlich analysieren? Das ist, glaube ich, im Moment noch aktueller als überhaupt immer schon. Gerade auch im Schrott- und Recyclingbereich ist es sehr wichtig zu wissen, wie genau die Zusammensetzung von so Materialien ist, die man da hat. Und wie, wenn man nachher ein Werkstück haben möchte, muss es bestimmte Qualitäten haben, und deswegen muss man schon alles sehr gut analysieren können. Besonders die Hauptkomponenten sind im Allgemeinen wichtig, wobei das weniger das Eisen ist, sondern immer die andere Komponente, die da so mit drin ist. Ja, zunächst mal gucken wir uns die Präparation an. Also wie stelle ich eine Schmelztablette her? Wir haben ja schon oft in den Webinaren darüber gesprochen, warum eine Schmelztablette eine sehr geeignete Präparationsart ist. Und wir versuchen auch bei den Ferrolegierungen Schmelztabletten herzustellen, um eine ganz präzise Analyse machen zu können. Ja, ich erinnere einmal kurz an Schmelzaufschlusssysteme, die so in den Laboren eingesetzt werden. Wir haben einmal einen ganz normalen Muffelofen manuell, also wo ich selbst rein und rausstelle, den Tiegel. Wir haben automatische Muffelöfen, das sind im Prinzip elektrische Schmelzgeräte, so wie auch Fluxana sie herstellt. Wir haben hier mal ein paar schöne Fotos reingestellt. Es gibt die Möglichkeit, einen Induktionsofen zu benutzen, oder wir haben die Klassiker, die Schmelzaufschlusssysteme mit Gas. Da haben wir hier auch ein Foto von unserem Gasgerät, was Sie bei Fluxana kaufen können. Also im Grunde ist es mit all diesen Systemen möglich, Schmelztabletten herzustellen. Wir erinnern uns einmal daran, wie das so bei oxidischen Proben funktioniert. Wir nehmen also Probe, Schmelzmittel, ein Lithiumborat. Wir mischen das Ganze, tun dieses Gemisch in einen Tiegel, machen einen Schmelzaufschluss und haben eine Schmelztablette. Also bei oxidischen Proben ist das alles gar kein Problem. Wenn wir jetzt aber
metallische Proben haben, dann geht es nicht so einfach. Und wenn Sie das so versuchen, dann sehen Ihre Tiger nachher so aus wie diese. Das ist schon ein ziemlich krasses Beispiel. Aber da sind so richtig Löcher im Tiger. Einmal ein Wort kurz zum Platingeschirr. Also wir benutzen ja diese Platintiegel und die Platinabgießschalen, die eine Legierung haben von Platin-Gold. 95% Platin, 5% Gold. Die sind beständig bis zu einem Schmelzpunkt von 1675 Grad. Wir schmelzen unsere ganzen Rezepturen eigentlich maximal mit 1250 Grad, also funktioniert das im Allgemeinen sehr gut. Wenn ich jetzt aber metallische Anteile habe und eine Ferrolegierung ist, hat ja nicht nur metallischen Anteile, sondern ist ja eigentlich komplett metallisch, dann wirkt das als Platingift. Das heißt, diese Metalle gehen eine Legierung mit dem Platin ein und dadurch wird der Schmelzpunkt des Tiegels erniedrigt. Und das führt dazu, dass wir einfach Löcher bekommen. Also man kann, wenn man Pech hat, mal dabei zugucken und dann sieht man, dass da plötzlich ein Loch entsteht, weil einfach der Tiegel seine Stabilität verliert. Es gibt auch manchmal so Tiegel, wo dann der Tiegel nicht ein Loch direkt bekommt, sondern so in sich so zusammenklappt, so seine Stabilität verliert. Insgesamt eine ganz ärgerliche Geschichte möchte man nicht haben. Im Allgemeinen ist das Schmelzgerät bei der Gelegenheit verunreinigt und der Tiegel ist eben auch hin und muss recycelt werden. Deswegen müssen wir bei solchen Proben einen anderen Weg gehen. Ja, hier haben wir nochmal dieses Bild. Das wird noch ein paar Mal auftauchen in diesem Vortrag. Gut. Ja, wir haben also besondere Arten, bei dieser Schmelze vorzugehen, indem wir nämlich eine Oxidation durchführen. Also das, was metallisch ist, muss oxidiert werden und danach kann ich im Prinzip wie mit einer oxidierten Probe, also mit einem oxidierten Material die Schmelze durchführen. Und es gibt da zwei Vorgehensweisen. Die eine ist, dass ich hier die Probe mit einem Oxidationsmittel mische, eine Oxidation durchführe, durchaus schon im Platintiegel. Wir nehmen dabei Temperaturen, bei denen eben keine Legierung mit dem Platin passieren kann, sodass wir da eigentlich nichts zu befürchten haben. Und dann wird diese oxidierte Probe mit Lithiumborat, wird drüber gedeckt. Mischen ist dann eigentlich nicht mehr möglich, weil das auch so zusammengebacken ist. Und dann wird ein normaler Schmelzaufschluss durchgeführt, der zu einer homogenen Mischung führt, die dann eben abgegossen wird und wir kriegen unsere Schmelztablette. Das ist die eine Variante. Jetzt bin ich tatsächlich schon mal ein Bild weitergesprungen. Und dann gibt es hier die zweite Möglichkeit. Da habe ich direkt von Anfang an alles zusammen im Tiegel, Schmelzmittel, Oxidationsmittel und Probe, führe aber auch erst bei der geeigneten Oxidationstemperatur die Oxidation durch und gebe das Ganze dann in den wirklichen Schmelzvorgang bei hoher Temperatur, bis ich die homogene Mischung habe, gieße ab und habe die Schmelztablette. Wann nimmt man das eine und wann nimmt man das andere? Das hängt so ein bisschen von der Reaktivität der Probe mit dem Oxidationsmittel zusammen. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig, die Oxidation in Gang zu kriegen. Dann ist es besser, eigentlich Probe und Oxidationsmittel alleine zu haben. Manchmal ist es auch so, dass wirklich die Reaktion ein bisschen stark ist, sodass man Angst haben muss, dass das bei der Oxidation hier im Tiegel hochkommt, hier oben kleben bleibt oder womöglich überweggeht. Dann habe ich natürlich kein quantitatives Ergebnis am Ende. Und deswegen kann es auch manchmal sinnvoll sein, hier einen Teil so richtig miteinander zu vermischen, also ein bisschen Schmelzmittel hier in diese Oxidationsmischung mit reinzugeben. Das ist etwas, was man von Material zu Material ausprobieren muss, wie es am besten funktioniert. Aber eine von diesen beiden Methoden sollte auf jeden Fall funktionieren. So, und dann haben wir hier nochmal das Ganze mit der Temperatur aufgetragen. Ich habe es aber eben eigentlich schon gesagt, die Oxidation findet bei einer deutlich niedrigeren Temperatur statt.
Und dann, wenn die Oxidation abgeschlossen ist, dann kann ich im Prinzip die Vorschmelze durchführen, die den Übergang von fest zu flüssig bringt. Hauptschmelze, die zu einer guten Homogenisierung führen soll. Und dann kann ich eben abgießen. Ja, ich habe schon so dies und das gesagt zu Oxidationsmitteln. Jetzt stelle ich noch mal vor, was hier so üblicherweise verwendet wird. Wir haben häufig wird Ammoniumnitrat genommen, besonders gerne für Schlacken, wenn man, wie soll ich sagen, eine energiedispersive RVA verwenden möchte, weil wir eben dadurch, dass sowohl das Ammonium als auch das Nitrat weggeht, keine spektrale Verunreinigung durch irgendeine Komponente haben. Nachteil ist so ein bisschen, dass das Ammoniumnitrat sehr hygroskopisch ist und man muss das dann trocknen und es ist ein bisschen schwieriger einzuwiegen. Häufig verwendet wird auch Natriumnitrat, besonders in sulfitischen Erzen, aber Sie können es natürlich auch für andere Sachen nehmen. Ja, hier müssen wir eben bedenken, dass wir Natrium in großer Menge nachher in der Probe drin haben. Sehr gut geeignet ist Strontiumnitrat. Hier steht schon Ferrolegierung, also das ist so der Klassiker für viele Ferrolegierungen. Es ist nicht so hygroskopisch wie das Ammoniumnitrat und Strontium ist im Allgemeinen nicht so relevant in der Analytik für diese Materialien und wirkt noch dazu als Absorber. Also Sie haben ein bisschen weniger Matrix-Effekte, wenn Sie so etwas verwenden. Ja, und dann das stärkste Oxidationsmittel, was wir haben, ist Vanadiumpentoxid. Das wird so für die Sachen genommen, die sich wirklich schlecht oxidieren lassen. Also das funktioniert sehr gut. Aber wir müssen natürlich betrachten, welche Überlagerungen sich durch Vanadium ergeben. Es ist eine große Menge dann eben auch von dem Vanadiumpentoxid in der Probe am Ende noch. Und ein Einsatz für zum Beispiel Ferrovanadium-Proben ist natürlich nicht geeignet. Und auch für die Nachbarn Ferrotitan, Ferrochrom wäre das also schon sehr schwierig, da mit einer Linienüberlagerung vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Noch dazu, Sie sehen es hier, ist das einer der Gefahrstoffe, die man eigentlich nicht einsetzen möchte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Gut, schauen wir mal weiter. Hier habe ich noch mal so ein bisschen Chemie gezeigt. Also das sind sozusagen die Reaktionen, die passieren mit diesen unterschiedlichen Oxidationsmitteln. Hier haben wir einmal das Beispiel von Ferrosilizium, wo wir als Oxidationsmittel Vanadiumpentoxid einsetzen. Und dann sehen wir eben, dass das Ferrosilizium hier zu Eisenoxid und Siliziumdioxid wird. Ja, genauso haben wir hier mal Ferrochrom am Beispiel von Strontiumnitrat abgebildet, Ferrovanadium mit dem Oxidationsmittel Natriumnitrat oder Ferrotitan mit Lithiumnitrat, was natürlich auch eingesetzt werden kann. Also Nitrate allgemein sind da sehr gut geeignet bei den Materialien, wo eben die Oxidationskraft reicht. Meiner Erfahrung nach ist das bei Ferrosilizium eben nicht so. Ja, ich möchte gar nicht so diese einzelnen Formeln alle durchsprechen. Das kostet uns jetzt auch viel zu viel Zeit. Ich will Ihnen ja auch noch andere Sachen zeigen. Aber was ich nochmal wichtig finde, ist, dass Sie hier sehen, die Stickoxide gehen weg, immer wenn wir Nitrate einsetzen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum diese Art oxidativen Schmelzen sehr wichtig, das Schmelzgerät unter einem Abzug stehen haben. Gut. Als Fazit sagen wir, verschiedene Oxidationsmittel können eingesetzt werden und man muss sich vorher überlegen, wie stark das Oxidationsmittel sein muss und ob es unerwünschte Effekte geben kann, wie zum Beispiel Linienüberlagerung. Und wenn Sie sich da unsicher sind, dann können Sie uns natürlich gerne fragen. Ja, und dann möchte ich ein paar Sachen erzählen, die nicht so gut gehen im Schmelzaufschuss oder gar nicht gehen. Sehr häufig werden wir gefragt in diesen Ferromethoden, dass Spuren an Phosphor und Schwefel bestimmt werden sollen. Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, aber die Proben werden sehr hoch verdünnt. Also wir haben schon eine große Menge Oxidationsmittel, eine kleine Menge Probe und eine große Menge Schmelzmittel, sodass wir eigentlich bei Spuren
normalerweise unter der Bestimmungsgrenze sind, zum Beispiel bei Phosphor, so was da so gewünscht wird. Schwefel hat noch eine andere Problematik. Rein durch den Herstellungsprozess liegt der Schwefel da eben unterschiedlich vor, zum Teil sulfidisch, und er ist im Schmelzaufschluss dann unsystematisch flüchtig. Das heißt, wir können solche Art Proben Schwefel nicht vernünftig kalibrieren. Das geht immer dann, wenn Schwefel wirklich nur oxidisch vorliegt. Ja, was kann man machen, wenn man jetzt unbedingt diese Analysen braucht? Dann ist es eine Option hier, eine Presslingskalibrierung zu machen. Ich zeige Ihnen dafür am Ende noch ein Beispiel. Gut, und dann geht das eben auch nicht, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir da zum Beispiel Aluminium drin haben, irgendwas nicht oxidiert wurde, dann geht es eben auch nicht. Dann werden die Tabletten nichts. Eine Sache, die gerne gemacht wird bei Ferrolegierung oder auch bei anderen Materialien, die lange heiße Schmelzprogramme brauchen, ist die Verwendung interner Standards. Wenn ich einen internen Standard verwende, dann berechne ich ein Verhältnis zwischen meiner Komponente und meinem internen Standard. Also hier zum Beispiel Zink und Wolfram. Dann betrachte ich nur diese beiden Intensitäten. Und daher kann man zum Beispiel eine durchhängende Abgießschale, die sonst zu höheren Ergebnissen bringen würden, führen würde, zu höheren Konzentrationen, kann man vernachlässigen, weil der interne Standard hat dann ja mehr Intensität und das Verhältnis ist dann wieder das Gleiche. Also das wird ganz gerne gemacht. Man muss einmal überlegen, dass natürlich eine weitere Einwaage nötig ist, eine weitere Chemikalie nötig ist und dass auch Intensität verloren geht durch Absorption, weil Wolfram als schweres Element absorbiert einfach auch. Ja, was müssen wir noch bedenken? Alle Parameter für die Messung müssen gleich sein. Also wir haben das ja eben schon gesehen. Wir nehmen Linien, die so im gleichen Bereich liegen, sodass wir bei der RFA die Einstellung gleich machen können. Gleicher Kristall, gleicher Kollimator, gleicher Detektor. Das ist Grundvoraussetzung. Dann kann ich aber auch Bruttolinien einsetzen. Ich spare mir also diesen ganzen Kram, einen Untergrund zu suchen, und ich spare mir auch die Zeit für die Untergrundmessung. Und ich muss keine Driftkorrektur durchführen, weil alle Veränderungen des Gerätes betreffen beide Linien. Das Verhältnis bleibt immer gleich. Das ist also ganz praktisch. Eine Sache müssen Sie bedenken, wenn der interne Standard mal ausgeht und Sie müssen nachkaufen, dann müssen Sie wirklich versuchen, exakt die gleiche Lotnummer zu bekommen. Ansonsten muss man mit einer Kontrollprobe prüfen, ob wirklich der Gehalt genau gleich ist in der neuen Chemikalie, sonst müssen Sie die Einwaagen anpassen. Gut. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was wir für Sets anbieten. Also ein Beispiel von Sets für Ferrolegierung. Die machen wir im Allgemeinen als Schmelztabletten, denn wir müssen schon über das gleiche Schmelzgerät verfügen, damit ich Ihnen garantieren kann, dass mit dem Schmelzgerät Ihre Tiegel heil bleiben und Sie gute Ergebnisse kriegen können. Ich habe am Anfang ja diese Liste gezeigt, welche Ferrolegierungen wir alle schon methodisch abgedeckt haben, und möchte hier einmal ein Beispiel für Ferrosilizium, für so ein Kalibrierset für Ferrosilizium darstellen. Wir sehen, wir haben hier nicht nur Silizium und Eisen in diesem Set drin, sondern tatsächlich auch Nebenkomponenten und sogar Phosphor ist hier enthalten, aber Sie sehen, es ist nicht so super gering, der Gehalt. Insgesamt sind das hier oben die Kalibrierstandards, das sind 19 Stück. Wir haben 4 Proben zur Validierung und 10 dieser Kalibrierstandards sind synthetisch hergestellt. Sie sehen, dass wir hier auch ein Material mit abgedeckt haben, was immer so CASI genannt wird, also Calcium-Silizium-Legierung. Das ist, hat eben sehr hohe Calciumwerte. Und wir haben auch sehr hohe Magnesiumwerte abgedeckt. Also das sehen Sie hier. Und
Von daher sind hier von den 4 Validierungsproben diese ersten beiden eigentlich für normales Ferrosilizium-Material gedacht. Und wenn man dann aber sagt, oh, wir haben auch Hochkalziumproben, dann würde man eine dritte Validierungsprobe dazu nehmen und eben auch entsprechend mehr Kalibrierstandards oder bei Magnesium eben dann hier diese 4. Probe und auch die entsprechenden Standards. Warum haben wir synthetische Standards? Ja, es ist einfach so, dass wir nicht immer genügend qualitativ hochwertige zertifizierte Referenzmaterialien finden auf dem Markt. Und wenn ich eine gute finde oder zwei, dann ist es wichtig, dass ich die zur Kontrolle, also zur Validierung verwenden kann. Um aber einen Kalibrierbereich gut abzudecken, brauche ich ein paar mehr Standards. Und daher stellen wir bei Fluxana dann eben genügend synthetische Standards her, damit wir für jeden Analyten eine richtig gute Kalibriergerade aufstellen können und die guten CRMs zur Validierung benutzen. Sie haben eben die Tabelle gesehen, ich gehe nochmal zurück. Wir haben auch immer versucht, hier so ein CRM einzusetzen für diese Sache. Das hier wäre zum Beispiel der für Huch, der für Magnesium und ein eben dann hier zur Kontrolle. Und genauso haben wir das auch, glaube ich, versucht beim Calcium, ja, beim Calcium haben wir tatsächlich nur einen gefunden, der ist dann für die Validierung verwendet worden. Damit beweisen wir aber, dass das alles gut zusammenpasst. Ja, wie wird das dann gemacht? Präparativ, also wir haben hier das Schmelzmittel mit dem internen Standard, das wird zusammen in ein Schälchen eingewogen. Wir haben unsere Probe und unser Oxidationsmittel. Das wird auch in einem Schälchen eingewogen. Dann füllen wir hier einmal den Inhalt des ersten Schälchens, also Schmelzmittel und internen Standard ein. Das Ganze wird schön gemischt, eine Mulde geformt und in die Mulde kommt dann eben unser Oxidationsmittel mit der Probe, was vorher auch gut gemischt wurde. Also Sie sehen, das ist zum Beispiel für diese Rezeptur Nummer 2 vom Anfang. Ja, dann geht das Ganze ins Schmelzgerät. Wir machen ganz viele Standards, wir machen unsere Validierungsproben und wir stellen die Methode auf. Und hier wollte ich Ihnen mal zeigen die Kalibrierung vom Silizium. Wir haben bei Silizium die, K-Alpha-1-Linie gewählt. Sie sehen hier aber, hier steht Ratio Intensity, also wir haben einen internen Standard verwendet und wir sehen, die Punkte liegen alle eigentlich sehr schön auf der Gerade. Hier sehen Sie unsere 4 Validierungsproben und von einem Bereich von 15 bis 100%, also wir haben auch eine reine Siliziumprobe dabei, haben wir eine SEE von 0,31. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Ja, und dann kann man sehen, dass solche Methoden über einen langen Zeitraum stabil sein können. Wir haben hier mal eine Regelkarte dargestellt. Hier ist eine Messung von 2. November 2019 und hier jetzt letzte Woche gemacht, 8.8.22. Ja, und alles, was so zwischendurch mal war, war nicht so wahnsinnig viel, aber passt alles hier in unseren erlaubten Bereich rein. Jetzt gucken wir uns an, was ich tun kann, wenn ich jetzt eben Phosphorspuren zum Beispiel brauche. Eben in der Ferrosilizium-Kalibrierung haben wir gesehen, wir hatten Phosphor dabei, aber besonders oft wird es nachgefragt für Ferrochrom, wo wirklich auch kleine Gehalte wichtig sind. Und mit Ferrochrom funktioniert das leider nicht in der Schmelztablette. Dann brauchen wir Proben mit bekannten Gehalten, so wie das immer ist bei Presslingskalibrierung. Nehmen auch gerne ein paar CRMs dazu und gucken, ob es funktioniert. Oder Ringversuchsproben. Also wir brauchen irgendwas, was belastbare Analysen hat. Und dann wird ein Pressling präpariert und wir kalibrieren. Presslingspräparation ganz schnell, ganz einfach. Wir nehmen die Probe. Wir tun Wachs dazu, es wird schön gemischt, es wird gepresst und wir haben den fertigen Pressling. Hier habe ich das Beispiel für so eine Phosphor-Kalibrierung in Ferrochrom. Die blauen hier, diese in der Mitte, das waren alles Kundenproben mit
mit belastbaren Analysenwerten für Phosphor. Es sind jeweils zwei Präparationen gemacht worden. Sie sehen schon, die streuen so ein bisschen untereinander, manche mehr, manche weniger. Und diese drei hier, der hier ganz unten und die beiden Orangen, das sind zertifizierte Referenzmaterialien gewesen. Den hier unten haben wir genommen, damit wir für unten irgendwie eine Fixierung der Gerade haben, damit die Steigung besser geht. Und diese beiden Orangen werden nicht gewertet für die Kalibrierung. Die haben wir sozusagen zu Validierungszwecken eingerichtet. Wir sehen, der SEE ist sehr klein. Es sind ja auch kleine Gehalte. Und auf diese Art und Weise konnte der Kunde dann eben in dem Bereich, der für ihn wichtig war, Phosphor unter Kontrolle halten. Also dann muss man eben zwei verschiedene Präparationen machen, aber das funktioniert ganz gut. Gut, was ist, wenn ich viele unterschiedliche Ferrolegierungen messen muss, aber gar nicht von jeder so ultra viele Komponenten oder es auch gar nicht so genau brauche, sondern in erster Linie so eine Übersicht haben muss. Für diese Fragestellung haben wir das Fluxana Ferroalloy Set zusammengestellt. Hier gucken wir in erster Linie nach Hauptkomponenten und wenigen Nebenkomponenten, aber wir wollten nicht für all diese vielen Ferrolegierungen, die es gibt, für jedes eine andere Rezeptur haben, um das optimale Ergebnis zu bekommen. Und wir haben versucht, wenig präparativen Aufwand zu haben. Und wir haben gesagt, dafür darf der Fehler ein bisschen größer sein, denn alles auf einmal geht leider nicht. Ja, und dann haben wir eben dieses Set gemacht, wo wir mit drei Rezepturen, das ist hier so farblich dargestellt, all diese Ferrolegierungen unter einen Hut gebracht haben. Für Fesi, Femo, Ferroniob, Ferrowolfram, Ferromangan und Silikomangan haben wir zusammen 32 Standards, die sozusagen in einer Methode dann eben auch alle eingesetzt werden. Für Ferrotitan und Ferrovanadium, die leider eine andere Rezeptur brauchten, haben wir zusammen 12 Standards. Und für Ferrochrom haben wir 6 Standards. Ferrochrom ist am schwierigsten, muss sehr hoch verdünnt werden, ist schwerer löslich. Das braucht ja einfach seinen Sonderweg. Aber ansonsten haben wir das so ein bisschen bündeln können. Es ist eine Kofferlösung mit 50 Standards und wir haben eben die Rezepturen ein bisschen universeller gemacht. Ja, wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich, dann kann ich auch gerne da nochmal Ihnen es genauer darstellen. Ja, jetzt sind wir so richtig durchgehechtet in dieser Zeit durch die Ferrolegierung. Deswegen möchte ich am Ende nochmal so eine Zusammenfassung machen. Es gibt viele unterschiedliche Ferrolegierungen und unterschiedliche Legierungen stellen unterschiedliche Ansprüche an die Probenpräparation und die Kalibrierung. Wir müssen darauf achten, metallische Komponenten machen das Platin kaputt, also brauchen wir ein geeignetes Oxidationsmittel und ein geeignetes Schmelzprogramm. Wir verdünnen hoch, das heißt, das geht zulasten der Bestimmung von Spuren. In solchen Situationen kann eine Presslingskalibrierung die Lösung sein. Man kann interne Standards einsetzen, gerade um auch die starke Abnutzung der Abgießschalen unter Kontrolle zu haben. Und ja, hier gibt es verschiedene interne Standards. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, was da vielleicht für Sie geeignet wäre. Und als letztes nochmal ein Hinweis auf unser Ferroalloy-Set, wo all diese Ferrolegierungen im Prinzip abgedeckt sind. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt und es hat Ihnen gefallen. Ich möchte noch gleich ein bisschen Werbung machen für den nächsten Vortrag. Wir haben hier am 12. Oktober das Thema Fehlerfortpflanzung und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse in der RFA. Das ist bestimmt ein super interessantes Thema. Mein Chef, Herr Dr. Schramm, wird dieses Webinar halten. Ich kann Ihnen das nur sehr ans Herz legen.
Und ja, jetzt könnte ich mich Fragen zuwenden. Ich sehe aber hier im Fragenbereich ist gar nichts angekommen. Falls Ihnen später noch Fragen einfallen, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Sie können das hier an unsere info@fluxana.de-Adresse schicken. Das wird dann zu mir weitergeleitet. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ja, viel Erfolg bei Ihrer analytischen Arbeit. Auf Wiedersehen.